Moin Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arges. Ja, da sind wir schon wieder. Schon wieder, ja, das Wochenende habt ihr euch gut gehen lassen, ne? Ja, bestimmt. Bestimmt. Wochenende ist mal geil. Wisst ihr, wann das Wochenende noch geiler ist? Wenn man Urlaub hat. Genau. So, lass uns loslegen. Wir haben hier eine neue Gruppe eröffnet und zwar mit den Timmelimlimlimlim. Und ich habe vergessen mit wem. Ach, den anderen da noch, den Entwickler von Ice Open Geschichten da, der diese Dating-App mit erfunden hat, wo die ganzen Leute ja abgemurkst werden und über diesen Messenger ja die Opfer rausgesucht werden. Wir vielleicht auch bald. So. Alles okay, Nico? Du hast dir deine keine Vorwürfe zu machen. Du trägst auch eine Teilschuld. Warum eigentlich? Ja, das Ding doch entwickelt. Nico verbessert. Ich mag den Namen Nico, weil der erinnert mich eben halt an Nico von Electric Callboys. Sieht ja auch so aus, so ein bisschen, ne? Naja, nicht ganz. Aber ein bisschen. Nee. Die Haare vielleicht, wenn die blond gefärbt werden. So. Wie hatten wir den nochmal gesprochen? Gar nicht, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Wie sprechen wir Nico? Ich glaube, ganz normal. Ich mache keinen Zweck da jetzt. Vielleicht fällt es mir leichter, den Rest zu schreiben. Die ersten Wochen liefen in unserem Messenger hervorragend. Tausend Nutzer meldeten sich an. Das sollte man auch erstmal haben. Man macht einen neuen Messenger auf und tausende von Nutzer melden sich an. Und wir gewannen sogar Preise. Damit kennt sich ja Reality Games ja gut mit aus. Doch dann geschah der erste Mord. Und kurze Zeit später der zweite und der dritte. Alle Opfer teilten eine Gemeinsamkeit. Sie waren auf dem Weg zu einem Treffen mit einer Person, die sich über Ice Open kennengelernt haben. Die Presse stürzte sich auf uns. Wie Geier. Ist Ihre App das Werkzeug eines Serienmörders? Wie wollen Sie die Sicherheit der Nutzer gewährleisten? Normalerweise würden solche Gespräche Michael übernehmen. Aber er benahm sich sehr seltsam. Hat er auch was damit zu tun vielleicht? Inwiefern seltsam? Warum konntest du diese Gespräche nicht übernehmen? Aber das sind ja faire Fragen. Unser Messenger ist nicht das Werkzeug eines Mörders. Was geht da denn ab? Was ist denn das? Ai, ai, ai. Okay. Es ist das Werkzeug Gottes. Was? Sein Wortlaut. Hä? Stimmt, ja, das stimmt. Denk an, ja, an Michael halt, ne? Der Typ, der sagte, er hört die Stimme und müsste deswegen Leute umbringen. Das war der Moment, wo ich begann, ihn zu verdächtigen. Wenig später war ich da nicht mehr der Einzige. Michael wurde als akut tatverdächtig von der Polizei befragt. Doch ihnen fehlten die endgültigen Beweise. So mordet er munter weiter. Sogar dich, was? Die Presse gab dem Killer den Spitznamen Mindbender. Mindbender. Da er angeblich die Gedanken seiner Opfer so biegen und manipulieren konnte, wie es ihm gefiel. Würde man in Deutschland tatsächlich englische Begriffe als links? Nein, ich glaube eher weniger. Warte mal, ich schicke euch kurz einen der Psycho-Videos. Erinnert mich so, ich habe mich ja gerade gefragt, ob die Presse Leute, Täter, irgendwie englische Namen geben würden. Aber ich glaube, das tun sie hier einfach nicht, ne? Denk mal daran, jetzt mal Kannibale von Rotenburg. Oder der Karstadt-Erpresser Dagobert. Also wir Deutschen sind da, glaube ich, ziemlich einfallslos. Und jetzt kommt der Mindbender. Okay. Ah, das ist Dings. Habe ich Screenshots gemacht? Dich nach der Erleuchtung. Ich kann sie dir geben. Was?
Also, die Stimme ist so eher so Darth Vader. Die Maske ist für mich weit ab von Gruseligkeit. Mein Gott, das ist ein witziger Film. Und zwar Die Maske mit Jim Carrey. Wie kann das denn böse sein? Der war da auch nicht böse, er war da witzig. Die Maske ist ja gruselig. Okay, der Typ war wirklich gestört. Der wirkt wie Darth Vader auf LSD. Es passt zu Michaels plötzlichen Verhalten. Wartet, ich erzähle euch, wie es weiterging. Ich konnte Eisoben dann einfach nicht mehr mit gutem Gewissen online lassen. Es durften ja nicht noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Also nahm ich die App offline. Michael war überhaupt nicht begeistert. Er sagte, dass ich der Erleuchtung und dem Willen Gottes im Weg stehen würde. Unsere Partnerschaft löste sich danach natürlich auf. Leider gehörten ihm immer noch Teile meines Codes. Und so hat er es irgendwie geschafft, eine Nachfolge-App auf die Beine zu stellen. Und die heißt Love Radar. Und er freut sich irgendwie immer noch großer Beliebtheit, trotz der ganzen Morde. Denn die Morde stoppen nicht. Auch in Love Radar gab es Todesfälle. Michael hat in der Zwischenzeit irgendwie einen Kult an Followern um sich herum geschart. Sie hingen an seinen Lippen, als wäre er irgendein Heiliger. Für mich gab es keine Zweifel mehr. Ich habe die Polizei verständigt und sie fanden in seiner Wohnung Hinweise, die ihn mit den Morden in Eisoben in Verbindung brachten. Michael gestand die Morde und sagte, dass ihm Stimmen irgendwie seine Taten befohlen hätten. Er leugnete aber bis heute die Morde in Love Radar. Er sagte, dass der Code von Love Radar von einer unheiligen Präsenz verflucht worden sei. Diese Morde waren nicht das Werk Gottes. Hui, hui, hui. Okay, der Typ war ein kompletter Psychopath. Ohne dich wäre er wahrscheinlich noch auf freiem Fuß, Nico. Glaubst du ihm, dass er die Morde auf Love Radar nicht begangen hat? Wie meinst du, dass er hatte Anhänger? Okay, es sind sehr viele Fragen. Ich frage mal nach der Frage mit Anhänger. Das interessiert mich allerdings auch. War das eine Art Sekte oder was? Muss man sich das so vielleicht vorstellen? Ich weiß nicht. Es waren zwar nicht so extrem wie bei einer Sekte. Aber es hat stellenweise nicht mehr viel gefehlt. Super, dass jetzt hier gerade irgendwie kreist der gerade über mir, so ein Düsenjet, nur über meinem Autodach. Verstehe. Danke für alles, Nico. Tomji und ich werden jetzt diesen ganz normalen, die ganzen Informationen verarbeiten. Mach das! Und es tat wirklich gut, das alles nochmal zu besprechen. Bei mir ist es so, ich mag nicht Sachen dreimal erzählen. Das finde ich immer scheiße. Ich finde das voll ätzend. Sobald ich das eine Person erzähle und der andere der nächsten Person auch nochmal erzählen soll, dann fängt es an, mich schon zu langweilen. Dann habe ich keinen Bock, darüber zu reden. Meldet euch, falls ihr noch etwas braucht. Hinter den Legends. Da haben wir ja jetzt einiges zu entpacken. Ja. Aber ich glaube, dass dieser Nico ein guter Typ ist. Wie schätzt du ihn ein? Ich mag ihn nicht wirklich. Er wirkt sympathisch, kann ich doch nicht wirklich sagen. Woher denn auch? Ich kann ja kein Urteil über Leute bilden, wenn ich die gerade mal 2 Minuten kenne. Wir warten mal ab. Aber nun zur wichtigsten Frage. Dass Michael die Morde an Eisoben begangen hat, steht für mich außer Frage. Er war der Mindbreaker, also soll der Freak aus diesem Video, Aber wie sieht es aus mit den Morden in Love Radar? War er das und will er es nur nicht gestehen? Naja, ich meine, Mordstrafe hat er schon, egal wie viel, ist ja Banane. Oder gibt es einen Killer, der sich im Schatten von Michael versteckte und mordete? Oder gar eine Präsenz? Ein verfluchter Code und Stimmen, die aus einer uns nicht bekannten Welt flüstern. Hört sich an wie aus einem Horrorfilm. Was sagt dein Bauchgefühl? Auch auf Love Radar war dieser Mindbreaker. Er muss etwas übernatürlich sein, vielleicht beides. Die Morde auf Love Radar hat jemand begangen, der uns noch unbekannt ist. Wäre ja was anderes, wenn er bekannt wäre, weil dann wäre er ja nicht mehr unbekannt. Dann
Naja, wahrscheinlich jetzt im Knast. Ich werde mir nun LoveRadar auch mal runterladen. Ich bin zwar vergeben, aber ein genauer Blick auf diese App kann nicht schaden. Ah, grüß mal Anna schön. Du halt bitte auch weit die Augen offen, ja? Die App darf nicht noch weitere Opfer fordern. Bis später, Peter. Guti Putti, was ist unser nächster Auftrag? Was sollen wir machen? Ich bin bereit für alles. Melissa, uhu! Komm, Melissa, lass mal Melissa checken. Achso, mit der haben wir schon geschrieben. Alles klar, ich, ja. Na? Gibt's dich auch noch? Ja, komm, sind wir mal witzig. Wir hätten ja auch schreiben können. Ein Handy funktioniert immer in beide Richtungen. Sorry. Wollte mich eigentlich schon längst melden. Guck mal. Hey, sorry nochmal, dass ich letztens so abrupt weg musste. Ich hab's echt genossen, mit dir zu chatten. Besonders unser Kennenlernspiel. By the way, du wärst jetzt eigentlich mit Fragen dran. Also, natürlich nur, wenn du Zeit und Lust hast. Klar, Baby. Kannst du mich alles fragen, was du möchtest? Okay. Okay, du hast es ja so gewollt. Wenn du darauf bestehst, musst leider gleich los. Ein anderes Mal. Was ganz anderes? Hast du schon mal was von Argus gehört? Nein, wir machen jetzt diese Flirte. Hallo, wir sind auf LoveRadar und nicht bei Argus-Radar. Scheiß drauf. Ob Argus uns holt? Sie bitte nicht. Ich wäre schade drum. So, wenn du darauf bestehst. Zwinki, Zwinki. Jetzt bin ich gespannt. Was wäre, wenn du plötzlich eine neue Sprache sprechen könntest, welche wäre es? Dein Leben ein Film wäre, welchen Film würdest du wählen? Du ein Tier sein könntest, welches Tier würdest du wählen? Ich nehme den Film. Ich hoffe, es sind Star Wars oder sowas Cooles. Oha! Dein Liebsten, stolz vor und verurteilt, warum? Ich habe das gelesen, ST, und dann dachte ich, yeah, Star Wars, scheiße. Den Film liebe ich und er hat natürlich ein Happy End. Ach, das wäre schön. Ich kenne den Film nicht. Okay, bin ready für die nächste Frage. Was wäre, wenn du eine Eistorte wärst, welche wärst du? Du ein Jahr Urlaub nehmen könntest, du Dinge und Personen zu dir beamen könntest, beamen. Ja, moin. Beamen. Du Dinge, Personen zu dir beamen könntest. Oh, das ist interessant. Witzig. Cooler Gedanke. Naja, würde ich zuerst einmal ein paar Drinks und leckeres Essen herbeamen. Und dann dich gleich dazu. Oh. Hi, hi, hi. Yeah, baby. Next question, please. Das macht Spaß. Okay, was wäre, wenn? Hast du eigentlich von dem Mord an den Studenten gehört? Nein. Wir wollen eine gute, lockere Atmosphäre hier schaffen. Wenn du eine Zombie-Apokalypse aufwachen würdest, wenn du eine Sache finden würdest, wenn wir uns treffen würden. Bobong, bobong, bobong. Okay. Gott, sind wir wieder doof. Aber es kommt mit der Maske. Ne? Na, das wäre aber sehr schade. Hä? An nie treffen würden. Och, kacke. Ich hoffe sehr, dass das Gegenteil eintreten wird. Oh Gott, Tomji, lies mal richtig, Digga. Du, Tomji, ich muss dich leider noch mal unterbrechen. Natürlich muss ich das. Weißt du, wir wollen romantisch werden. Wir wollen mit der Argus-Scheiße und mit dem Mord nicht anfangen. Und du musst uns immer unterbrechen, natürlich. Ne? Ich habe das Gefühl, du bist an jemand anderen dran. Hab noch ein bisschen was zu erledigen. Aber ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Kontakt. Bis dahin, mach's gut, ja? Freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis bald. Du auch, danke. Okay, Betty ist nun online. Ach, ich dachte, sie schickt noch mein Herz hinterher oder sowas. Irgendwie oder so ein Aubergine oder eine Pflaume. Was? So, Danu ist online. Komm, lass uns mal hingehen. Alle sind sie online. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht.
Wir sind jetzt wieder auf den Rückweg, Tom G. Alicia, wieso hast du nicht vor der Wache auf uns gewartet? Es tut mir leid, aber ich will jetzt niemanden sehen, okay? Klar, das ist ja selbstverständlich. Ich konnte nicht schon wieder über Lillys Tod sprechen. Das mit Lilly tut mir so leid. Du solltest nicht jetzt nicht alleine sein, Alicia. Können wir irgendwas für dich tun? Mich in Ruhe lassen, du Arschloch! Meine Schwester ist tot, Tom. Nichts auf der Welt kann sie mir jede wieder zurückbringen. Ich wünschte, ich hätte dich dahin geschickt. Es tut so weh, als wäre mein Herz und mein ganzes Leben für immer zerbrochen. Als wäre alles nur noch ein schrecklicher Traum, aus dem ich einfach nicht aufwachen kann. Warum, Lilly? Warum gerade sie? Ich schwöre dir, ich bin immer für dich da, Alicia. Wir alle sind es. Alter, voll laut neben mir auf einmal. Trecker! Weißt du, wenn man solche alten Klapperkisten fährt, ist kein Wunder. Greta wird sich darüber aufregen, über so viel Diesel, was da ausgestoßen kommt. Aber was soll ich bloß ohne Lilly tun? Sie war meine kleine Schwester, mein Leben. Ich habe sie so sehr geliebt. Und jetzt ist sie für immer fort. Du bist nicht alleine, Alicia. Lilly hätte nicht gewollt, dass du dich verlierst. Komm, wir machen Trauerdings. Das ist das Beste, was wir machen können. Jedes weitere dummstößige Gesappel tut immer nur weh. Alicia, wir finden heraus, was passiert ist. Aber bitte brich nicht zusammen. Lilly hätte es nicht gewollt. Hätte gewollt, dass wir zusammenhalten. Ich weiß, ich muss für Lilly zusammenreißen. Wir müssen den Mörder finden. Ich werde herausfinden, wer meine Schwester das angetan hat. Und dann Gnade ihm Gott, Darling. Also seid ihr nun von euren Argus existiert Theorie abgekommen? Wow. Betty, ich schätze deine rationale Art, aber Alicia hat gerade ihre Schwester verloren. Echt, die ist so ein bisschen stumpf, ne? Und wir alle eine gute Freundin, yo. Es tut mir leid, das sollte nicht respektlos klingen, Darling. Schon gut, wir müssen endlich herausfinden, was hier gespielt wird. Wir spielen Argus. Das wird hier gespielt. Nachdem wir uns bei Louis hier erleben mussten, habe ich tatsächlich an meinen Verstand verzweifelt und mich fast schon damit abgefunden, dass Argus existiert. Aber keine Gottheit hat Lilly getötet, sondern ein scheiß Mensch. Ein Serienmörder, dem Lilly zu nahe kam. Wieso kann es nicht Argus gewesen sein? Was, wenn der Mord gar nichts mit dem aktuellen Fall zu tun hat? Ihr glaubt also, dass Lilly und Sarahs Mörder die gleiche Person sind? Das liegt nahe. Wir glauben nicht an übernatürlichen Scheiß. Alles andere würde mich stark wundern. Ich finde gut, man fühlt sich damit reinversetzt, weil ganz im Ernst, im Film wird man sagen, ja, ist möglich, ein Monster gibt es. So, aber so in Wirklichkeit, und man ist es ja so, als würde man mit wirklichen Leuten chatten, dann glaubt man an so einen Scheiß natürlich nicht. Ne? Es sei denn, man lässt sich auf den Quatsch natürlich ein. Mich auch. Das wären zu viele Zufälle, Darling. Lilly war überzeugt, dass Argus real ist und zusätzlich ein Killer sein Unwesen treibt, dass wir Argus irgendwie auf uns aufmerksam gemacht haben. Und dass zusätzlich jemand umgeht, der seine Morde Argus in die Schuhe schiebt. Salah. Dann könnte es eine Verbindung zwischen dem Wesen und dem Täter geben. Also gilt es herauszufinden, yo, wer Mary, Louis, Lilly tot sehen wollte, yo. Und ob derjenige auch Sarah getötet hat. Oder ob das doch Argus war, vielleicht?
Lilly könnte auch zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein. Schließlich hatte sich Lilly mit einem Fake-Profil mit dem Täter verabredet. Was ist mit dem Profil, das Lilly in die Falle gelockt hat? Fragen über Fragen. Hat die Polizei am Tatort eigentlich irgendwelche Spuren gefunden? Wow, so viele Sachen. Also das mit dem Fake-Profil, das finde ich, was mit dem, ob man das noch nutzen könnte, es wäre zu geil, wenn man den Mörder damit schreiben könnte. Lass uns das doch machen. Ja, die Spuren am Tatort sind unglaublich interessant und unglaublich wichtig, finde ich. Mich aber interessiert, ob wir tatsächlich dem Täter eine Falle stellen können mit dem Fake-Profil von Lilly. Laut Polizei wurde das Konto kurz nach Lillys Tod gelöscht. Scheiße. Sie versuchen mehr über den Nutzer herauszufinden, haben aber wenig Hoffnung. Die haben dank uns generell einige Baustellen. Meinte die tatsächlich das Profil, was... Ach so, die meinten das Profil, wo das Fake-Profil, worauf Lilly drauf reingefallen ist. Schade, ich dachte, unser Fake-Profil. Das würde ich noch gerne nutzen. Das wäre total geil gewesen. Die haben dank uns generell einige Baustellen. Sie wissen jetzt, dass Marys Schwester besucht haben und Louis in Wohnung waren. Und dass sich Danu bei der Pathologie Bennett als Kommissar ausgegeben hat, yo, was dem Kommissar zu Recht überhaupt nicht gefallen hatte. Wir wurden zwar verwarnt, sind jetzt aber hochverdächtig. Aber ansonsten sind wir zum Glück relativ glimpflich davongekommen, yo. Wir haben gar nicht gefragt, wie es dir inzwischen Zeit ergangen ist, Tomji. Gibt es was Neues? Und was es Neues gibt, Kinderchen, das erzählen wir unseren Leuten beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten. Mein Gott, das ist brisant und ich möchte gerne herausfinden, das wäre doch eine geile Option, so wie ich das dachte. Klar, ich habe mich heute an das andere nochmal verkehrt verstanden. Aber das wäre doch voll geil, wenn man das herausfinden könnte, wenn man das Profil, das Fake-Profil von Lilly nehmen könnte und die Leute nochmal und damit nochmal online gehen würde und damit noch mehr Fallen stellen könnte. Gut, ich denke mal nicht, also man geht natürlich jetzt nicht mehr alleine irgendwo hin, sondern man nimmt mich natürlich mit, denn ich bin ein harter Motherfucker, Digga. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, dass man dann vielleicht irgendwie nochmal eine Falle stellen könnte oder so. Ich weiß es nicht, weil irgendjemand beißt da ja sowieso drauf an, gerade wenn das Profil von Lilly wieder online ist. Das ist das, was ich meine. Das Profil von Lilly, wenn das online ist, dann stiftet das schon ordentlich Verwirrung in der Täterwelt. Und du weißt, vielleicht fällt der Täter drauf an, vielleicht wird er sofort wieder angeschrieben oder so. Das war ja offensichtlich, dass es ein Fake-Profil gewesen ist. Ne? Vielleicht gibt es ja wieder so eine offensichtliche Sache. Okay, Kinderchen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Tschüssli, Müsli.